Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order. So, wir haben den nächsten Planeten erreicht, Datomir. Und ja, wir schauen uns in diesem Part zum ersten Mal hier um und ja, wir sind auf der Suche nach machtbegabten Kindern. Und ja, jetzt so, wo ich darüber nachdenke, wo sind die hier? Jetzt kriege ich das recht Korriban-Vibes. Aber wir sollen sich auch diese dunklen Schwestern oder so irgendwie ja befinden. Also, weiß ich nicht. Uiuiui. Gucken wir mal, was hier los ist, ne? Ich höre schon wieder irgendwie was. Ja, danke. Ich wollte nur da runter gucken, Mann. Okay. Ich muss unter jede Ecke mal gucken. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Ja, beinahe. Okay. Was ist das? Guck mal, wie tödlich dieser Planet ist. Es sieht nicht freundlich aus. Was? Hast du schon wieder gesehen? War da oben irgendwas? Ich habe schon wieder nichts gesehen, ja. Gott, sieht aus wie ein Mini-Rancor. Wir kämpfen gegeneinander, Gott. Ich werde erstmal hier gucken, was hier so los ist. Okay. Hydratis. Sollten wir mal angewöhnen, die Dinger immer anzugucken, aber... Ja. Was soll's. Soll ich mir all die Informationen hier abspeichern kann? Oh. Oh. Ja, ich weiß, mein orangenes Lichtschwert. Okay. Ah, no. Ehrlich? Du Mistviech, ich kann dich noch nicht mal erkunden, ja. Dicken Zahn zu, BD1. Okay, anscheinend nicht. Ich dachte, ich kann das Teil untersuchen. So, wir sind, weil nicht, 2 Minuten. Hier sind schon fast tot. Da unten war so ein Ding. Hi. Ich glaube, ich muss von höher. So, ich kam jetzt nicht so ein Ding. Ah! Oh Gott. Okay, auf anzugreifen bitte. Ich kann dich nicht angreifen. Nur komm mal her. Na, komm mal ein bisschen näher. Oder nicht. So. Kann ich an den Wänden laufen? Kann ich jetzt nicht so erkennen. Oh Gott. Ich habe es beinahe schon wieder vergessen. So, aber ich diesmal habe ich was da gesehen. Ich schaue ja hin. Fluchrückenspinnen. Da war eine Menge Erfahrungspunkte. Ein Fernangriff mit giftigen Speichel ausführen, sondern nach Tod toxische Säure ab. Okay. Ist nix. Kann ich hier so Wandlauf machen? Ja. Gott. Oh, tschüss. Ich brauche Hilfe. Na.
Ja, dann kann ich überhaupt Sprungangriffe. Ich bin so gut wie tot. Also ja, da fehlt nichts. Gehen wir es woanders lang. Kann hier irgendwo ein Speicherpunkt bitte sein? Da warte mal. Nein. Tschüss. Okay. War ja klar, wir kommen hier rein. Direkt vollkommen zerstört. Was? Also gefunden. Bestattungskapseln. Ja, waren ein wichtiger Teil der Bestattungsstelle gestern in der Nacht. Ach, ich habe schon wieder ja vollkommen was verwechselt. Ich dachte, erst die Schwester in der Nacht, wenn diese. Obwohl, die hieß doch erste Schwester oder zweite Schwester oder irgendwie sowas, ne? Oh, nee. Ja, sind sogar die gleichen, ey. War schon wieder so voll der Überlebenskampf, ey. Was hat Fisch? Ja, Speicherpunkt. Ich sehe da. Nein. Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ja. Blödes Viech, du, ey. Boah, hier ist er doch blau. Muss er doch irgendwas geben, komm. So, falls ihr jetzt erst reingeschaltet habt, ich spiele auf den höchsten Schwierigkeit gerade, deswegen kriege ich hier so auf die Phrase. Und nur deswegen. Ne. Okay, ich darf mal nirgendwo runterfallen, glaube ich, ne? Weil dann vielleicht auch wieder ein paar P. Oh Gott, ich bin tot. Oh, immer wenn ich die Macht einsetze, dann funktioniert es natürlich nicht. Ich gehe dann mal. Tschüss. Da ist ein Gegner. Da ist das Viech. Ja, ich versuche mich lieber an dem fetten Viech. Weiß nicht wieso. Ich weiß ja nicht. Oh, das gibt's jetzt nicht. Moment. Boah. Was war das denn jetzt schon wieder? Ey. Das Viech war doch schon tot. Dann hat irgendwie so einen kleinen Ausfallangriff gemacht und dann war ich tot. Oh. Aber egal, jetzt muss ich das Ding noch einmal angreifen, dann kriege ich meine ganzen Erfahrungspunkte wieder, ne? Alter. Sollte mehr parieren, glaube ich. Ja, keine Ahnung, parieren bringt es irgendwie nicht so, ich so Gefühl, weil dann pariere ich, dann will ich zurück angreifen. Und dann mache ich. Machen die Dinger mal direkt auf. Ey. Also nicht. Bringt's auch nicht so auf Dauer, habe ich so Gefühl. So, aber ich muss ja nur einmal das Ding jetzt angreifen, ne? Dann kriege ich glaube ich alle meine Erfahrungspunkte zurück. Ne? Oh Gott, Alter! Da guckt sich da einer an, ich bin schon wieder gleich tot. Okay, rote Angriffe. Die kann man nicht abwehren, das weiß ich noch.
So, jetzt auf Abstand gehen. Aber damit hat er mich getötet, ehrlich. Oh. Niederer Neidak. Seine Stahlverteidigung, aggressiven und erbittlichen Angriff der Kreaturen anzuwenden, kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. So, zurückgehen, speichern, Fähigkeitspunkt ausgeben. Alter. Ich brauche mehr Verteidigung oder AP schon wieder, ey. Hallo. Können wir zum anderen Planeten gehen? Wir reden später, Kerl. Boah. Ja, ich würde mal gerne da draußen einen Speicherpunkt finden, damit ich jetzt nicht jedes Mal hier hingehen muss, ey. Meditieren. So. Jetzt mal gehen wir erstmal nach rechts. So, boom. Wir haben eine Menge Erfahrungspunkte gekriegt. Sind aber wieder kurz davor, ein Level abzukriegen. Ja, verbessert sich. Dadurch hätte ich Angriff weniger Blocken Ausdauerschaden. Ich hätte gern allgemein mehr Verteidigung. Sprintet nach vorne und attackiert sein Ziel. Kann ich noch nicht, ne? Kann jetzt maximale Macht erhöht sich. Weiß was? Ja, ich glaube, das haben wir schon, ne? Ja, aber nicht. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Maximale Macht. Boah, diese ganzen fancy Angriffe nicht. Okay, Ziel lang. Ziel weiter verlangsamen, das ist auch nicht schlecht. Weil ich nütze mir diese fancy Angriffe, wenn ich irgendwie nach 2-3 Schlägen weg bin. Also hätte ich doch lieber irgendwie was ich öfter einsetzen kann. Also Machtverlangsamung. So. Jetzt schon wieder. Alles okay, BD1? Ist mir hin teleportiert. Ist mir schon ein paar Mal in den Aufnahmen aufgefallen. So, ich hätte jetzt aber ganz ehrlich mal, oh Gott, einen Speicherpunkt hier draußen. Wenn ich nicht die ganze Zeit zurück zum Schiff muss. So. Oh Gott. Oh, das, Alter! Für eine Sekunde hier, Mann. Hey, guck sich dann einer an. Ich habe auch die ganze Zeit L1 gedrückt, Mann. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier noch gar nicht hin. Ey. Wenn ich jetzt zum anderen Planeten gehen soll oder warte, hey, gibt's doch einfach nicht. Ey. Hey, warum viel zu viel Schaden von allen? Ey. Aber okay, nein, ich werde nicht zurückgehen und den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Ich glaube, da kann man jederzeit machen. Weil der Blöde ist, ich muss jetzt jedes Mal darüber klettern und so, ey. Junge. Das Spiel ist schwieriger als Dark Souls, jetzt ganz ehrlich. Ich sage das jetzt nicht als Spaß, das Spiel ist echt schwieriger als Dark Souls. Ich habe Dark Souls gespielt. Ich fand das nicht so schwer. Das Spiel ist viel schneller und weiß nicht. Irgendwie viel mehr irgendwie aufpassen, was du machst. So. Wir mal meine Erfahrungspunkte und so zurück, ne? So. Und dann gehen wir da oben jetzt lang. Also 3 Gegner, da freue ich mich jetzt schon. Ah, weißt du was? Hier. Boom. So, 3 Angriffe und die Dinger sind weg. Ich habe es schon wieder vergessen. Feuer macht mir keinen Schaden. Gib mir das.
erstmal mit so einem Lebensding, aber meine Leben erhöht, gibt es ja auch, ne? Sagen wir nicht, da gibt es nur eins pro Planet oder so. Und nein, ich will keine Antwort darauf haben. So, erst was ich gerne hätte, ein Speicherpunkt hier. Ich den ganzen verkackten Weg hier nicht überall rüber klettern muss erstmal. Da kommt schon wieder so viele. Ich glaube, die Strategie bei Jedi Großmeister ist echt, hier nicht auf alles loszugehen, sondern wegzurennen, wenn man die Chance hat. Weil es ist einfach unmöglich manchmal hier. So. Warum ist dieser Ort hier? Was ist hier? Jetzt nix und da muss ich, glaube ich, jetzt hin, ne? Gott. Ja, ich glaube, ich muss da lang. Außer hier unten ist irgendwie was. Nein. Man kommt doch mal näher. Oh. Ich möchte mich mal gerne trennen. Oh. Okay, tschüss. Also wird das jetzt die ganze Zeit laufen, ne? Ja, kann sehen, da sind drei Gegner, die mich wahrscheinlich verfolgen. Kommen die so in der Katze, schießt mich mit dem Blaster ins Gesicht. Ja, Callback zu Old Republic. Was machst du hier, Jedi? Oh, bitte sag mir nicht, du musst gegen mich kämpfen. Ich dachte, ihr werdet alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Fasching. Ah, ich bin sowas von tot. Holt euch den Eindringling. Verstanden. Boah. Greift den Eindringling an. Bin schon wieder nicht tot, ist klar. Verliert ihn nicht aus den Augen. Da will ich mal wieder einen perfekten Block machen. Klappt natürlich nicht. Vor allem, ich muss den erstmal ein Schild abziehen, dann mache ich den Schaden, ey. Er ist schwer verwundet. Boah. Ich muss schon wieder den ganzen Weg hier hochlaufen, Mann. Oh. Er spielt so kacke schwer. Warum? Oh. Diese Pizza. Warum sind die Gegner so schwer? Die sind schwieriger zu lesen als alle Gegner, die ich hier bekämpfen musste in allen Spielen bisher. Weiß ja ich gar nicht, wann du angreifen kannst und wann nicht. Button mischen geht gar nicht, ey. Ach. Das ist das Schlimmste, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss, ey. Jetzt nicht mal irgendwie ganze Kämpfe oder so, ey. Das ist echt hier, dass ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss, ey. Oh Gott. Ei, ei, ei. Das ist jetzt nicht wahr. Alter. Hey. Was ist das? Komm schon. Oh.
Hey, das gibt's jetzt nicht. Ich will noch nicht mal gegen das Viech kämpfen, ich will an dem vorbeilaufen. Ach. Das Spiel ist viermal schwieriger als Dark Souls. Auf Großmeister. Also ja, das ist vielleicht eine Sache, aber ich will echt einen Speicherpunkt finden, ey. Ich habe echt keine Lust, jedes Mal dahin zu rennen. Müssen wir doch mal hier einen Speicherpunkt oder so geben, hallo? Man spätestens bei den zwei Typen kriegt doch hier auf der Fresse. Weißt du was? Gab es noch irgendwo andere Orte, wo wir hingehen konnten? Ich glaube, nach rechts konnten wir irgendwie. Nach meiner Erfahrung muss ich da jetzt weg. Ich müsste ja diese einen Typen angreifen und das glaube ich jetzt schon. Sag mal! Ja, ist klar. Wir gehen jetzt mal hier lang. Mal geht weg. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Er hat gefunden, geil. Jetzt länger. Oh, ist das zum Pflanzen irgendwas? Gott. Alter. Schon wieder leicht tot, ey. Und ich gebe mein allerbestes, ey. Gott, hat eine Tür gesehen. Jetzt bin ich rein. Ich kann da nicht rein. Sie ist verriegelt. Ja, ist klar. Gibt es eigentlich irgendeinen Grund für mich jetzt noch weiter zu gehen? Ich pack doch sowieso gegen die Typen hier. Ach. Alter. Ich guck gerade, habe ich irgendeine andere Option, irgendwas zu machen gerade? Ich gehe zu diesen beiden Typen, krieg wieder auf der Fresse. Warum ist jetzt hier so blau am Leuchten? Das ist voll verdächtig. Aber warte mal. Oh. Kannst ja irgendwie dich hinhängen, ey. Bitte sagen wir, das ist ein Speicherpunkt, ey. Bin ich hier gerade? Oh. Aber sagen wir, da ist eine Abkürzung. Nee. Komm schon. Ja, toll, jetzt kann ich jetzt zurück, aber bringt mir das. Da warten wieder so drei Viecher. So, einer. Was machst du da? Ich muss einfach ganz schnell auf die losgehen. Oder ist irgendwas zum aktivieren? So. Okay, bitte sag mir, du bist eine Abkürzung, ey.
Abkürzung falsch, aber Gott sei Dank, ey. Kann ich schon mal hier hingehen. Alter. Was ist das hier? Sehr gut. Wundervolle Statue. Keine Ahnung, von Aussehen heißt nichts Gutes. War schon wieder gar nicht, was der hier gescannt hat, aber. Da schon wieder was Rotes. Ich nehme an, Machtschub müsste das sein, ne? Na, hallo. Schuster muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Dann komm schon, ich bin noch voll gut im Reparieren und so, oder? So, dann kriegen wir jetzt hier nochmal auf die Fresse. Ja. Bleib nah an ihm dran. Komm. War das ein Treffer? Oh Gott. Also was? Hier, tschüss. Nein, sehe ich was. Ist da ein Speicherpunkt? Da ist ein Speicherpunkt, glaube ich. Da komme ich nicht hin. Sie öffnet sich nicht. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Na komm. Feiger Jedi. Boah, und dann muss ich den ihren Schild erstmal kaputt machen. Ja, da waren. Boah. Ich gehe jetzt sofort zu denen hin, ey. Oh, da muss ich diese drei Insekten erledigen. Aha. Die kriege ich doch auch schon nicht down. Aber ich muss zu denen hin, nicht, damit ich meine Erfahrungspunkte zurückkriege jetzt. So. Alter. Wenigstens habe ich eine Abkürzung geschaffen, ey. Ey, ey, ey. Oder? Das ist nicht die Abkürzung. Ich muss trotzdem noch immer hier rüber springen, ey. Aber ich mag diese Typen platt, pass auf, ey. Ich sehe schon, was das Problem für mich in diesem Spiel ist. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber du musst ganz genau wissen. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du kannst nicht einfach kurz reingehen in den Kampf. Und ich habe vergessen, wie man zur Abkürzung kommt. Er ist jetzt nicht so, als könnte ich mal kurz sehen irgendwie so, oh, der hat irgendwie sich jetzt gerade offen gelassen. Jetzt kann ich ihn angreifen. Ja, das ist mehr so, der ist jetzt gerade offen, aber der nimmt keinen Schaden, der verliert nur Ausdauer oder Abwehr oder irgendwie sowas. Das heißt, wenn ich mal irgendwie einen Punkt finde, wo die irgendwie gerade verwundbar sind, da muss ich direkt irgendwie draufhalten, weil sonst bringt das nichts. Ich hab dich verstanden. Na, guck ich das an. Komm zurück. Und ich bin schon leicht tot. Wie? Versuch's mal, Jedi. Na, du warst der. Na, jetzt habe ich den nur Ausdauer abgezogen. Das bringt überhaupt nichts. So. Oh mein Gott. So, seht ihr, was ich meine? Man kann ihn nicht einmal angreifen. So, ha, Schwachpunkt. Angriff, und der Angriff ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Du hast dauerhaft Schaden gemacht. Nee, du hast ja gar keinen Schaden gemacht. Du musst den dann noch weiter angreifen. Und das geht irgendwie meistens nicht. Das ist das, weil ich nicht hinkrieg. Kann sie nicht öffnen. So, wo geht's jetzt weiter? Oh, jetzt ist hier. Da ist ein Speicherpunkt, weiß ich nicht.
Oh Gott, jetzt falle ich hier runter und... Aber da ist ein Speicherpunkt und das ist das, was ich... Das Wichtigste, wir haben Fortschritt gemacht. Oh. Das wird ein wilder Ritt in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl. Ist ja noch was in der Nähe, was ich erkunden kann oder so. So, wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen. Das ist das, also solange wir jedes Mal einen neuen Speicherpunkt erreichen, weißt du was, ich tue jetzt noch ein bisschen leveln. Weil ich brauche da. Oh, au, ja. Verliert ihn nicht aus den Augen. Au. Wo? Oh. Du musst dich schon mehr anstrengen. Was? Er ist abgehauen. Der wollte abhauen. So, ja. Ich wollte nicht meditieren. Ich wollte. Oh, ich wollte die beiden erledigen noch. Ich bin dir dankbar. Ja, du da oben. Oh. Na, wesen sind die leicht zu erledigen. Oh, schieß. Ja, ich glaube, da kann ich nicht abwehren. Alter. Ich habe das Gefühl, den Angriff kann ich nicht abwehren. Weiß ich nicht. Er sieht so. Sieht so irgendwie war nicht so episch aus. Ah, Level up. Alter. Nein, ich kann ich halt aufmachen. Sie öffnet sich nicht. Ich sehe nur so was auf den ersten Blick. Okay, keine Ahnung. Jedenfalls suche ich mir erstmal ein Level up, ey. Boah. Gut, und in der nächsten Folge machen wir weiter auf Dachtobia. Und ja, guck mal, was wir jetzt leveln können. Hält verlangsamen kann Kerl sein Ziel länger verlangsamen. Ich würde sagen, das nehmen wir, ne? Ja. Hältst du verlangsamen, okay. Okay, das ist eine ganz lange Zeit. Und da wurde er getroffen. So, ja. Er hätte es gedacht, das Spiel auf Großmeister ist schwer. Aber ja. Ich werde mich nicht beugen. Und weiter in diesen Horror-Trip fortsetzen. Und ja. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter hier auf Dartmoor und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.